Bisschen aufräumen hier noch, Alter. Junge. It's Shane TSGTV. Add me on Instagram at Shane TSGTV. So, Freunde, ich bin immer noch wach durchgemacht. Wie gesagt, ich habe auf dem Hauptchannel gesagt, dass ich dieses Ding hier unboxen werde. Ich weiß jetzt, was drin ist. Es ist mir wieder eingefallen. Es ist eine alte, also eine sehr, sehr alte Kollektion von Picaldi, was zu meiner Zeit sehr krass in war. Und ich feiere diese Hosen heute noch. Und leider ist mir meine kaputt gegangen. Einmal, weil ich mich damals mit meinem Elektroroller gepackt habe. Der hatte so kleine Reifen, das war Mach 3 oder wie das Ding heißt. Das war ganz schön krass, mit 1,3 PS. Und 400 Euro hat der gekostet damals. Und mit dem habe ich mich gepackt, das war eine geile Zeit. Kann ich auch mal Real Life Story zu machen auf dem Hauptkanal. Schaut dazu in die Videobeschreibung oder in den Kommentaren, da ist der Hauptkanal verlinkt. Das ist die Picaldi-Hose. Eine Freundin von mir hat die... Grüße gehen raus. Eine Freundin von mir hat die mal nähen lassen. Ich habe die bis heute nicht abgeholt, aber habe mir jetzt einfach mal eine neue bestellt. War 10 Euro teurer als damals. Ich meine, gut, ist egal. Also 60 Euro hat die gekostet hier. Picaldi Jeans feiere ich immer noch. Mega krass, ist einfach nur geil. Weil du findest heute, wenn ich eine schwarze Jeans kaufen will, ob es Amazon ist, ob es sonst was ist, du findest nur diese verransten Skinny Jeans, Alter, wo dir die Eier drinne platzen und hier hast du einfach mega Luft drin, Alter. Die Beine sind so groß, guckt euch das mal an. Da kriegst du sonst was für Menschen rein, ja. Und feiere ich einfach mega, du hast so Beinfreiheit und deine Nüsse können da in Ruhe, ja, an der Palme rumschaukeln, das ist einfach nur geil. Und das feiere ich so an diesen Picaldi Jeans, ich ziehe die auch direkt mal an. Manche lachen immer, Picaldi Jeans, voll out, Alter, du ziehst die Scheiße immer noch an. Ja, das muss ja mir gefallen und nicht euch, Alter, oder dir, oder ich will jetzt keinen persönlich ansprechen. Feiere ich mega, Alter, diesen locker schlauer Look, ich ziehe mich direkt mal an. Oh, jetzt hätte ich die Jeans fast in meine Curry King Soße reingeballert, weil die da noch unten. Junge, ich muss hier echt mal noch ein bisschen was machen. Aber erst muss ich meine Videos schneiden, weil das hat nämlich Priorität bei mir. Für alle Kanäle, genau wie Twitch und hast du nicht gesehen. Nice, Alter. Ach du. Moment. Das ist jetzt ein Witz. Ja, Freunde. Das war's dann wohl. Also das liegt nicht daran, dass ich zugenommen habe, weil es ist meine Hüfte und hier sind meine Knochen, das ist nicht mein Bauch. Mein Bauch ist da drüber. Das ist nicht, nein, es liegt nicht daran, dass ich zugenommen habe. Guckt euch das an, es geht nicht weiter. Ich habe genau dieselbe Größe wie früher bestellt. Die Hosenbeine hängen mir hier runter. Die hängen, wirklich, sieht man das? Das ist ein Witz, die Hosenbeine hängen mir hier. Aber die Taille ist viel zu eng. Scheiße. Oh Gott, muss ich dazu, ja, das ist die allererste Hose in meinem Leben, die ich zurückschicken muss, wenn ich online bestelle. Kommt das rote Haar, ja, Digga, was ist da los? Das ist doch geisteskrank. Scheiße, das ist mir noch nie passiert bei Hosen. So, hier hinten hängt noch was dran, was das ist, weiß ich übrigens gar nicht. Teddy rung rung rang rung rung. Eine Briefbombe oder so. Wo seid ihr denn? Einfach mit dran geheftet. Was ist das? Das ist irgendwas anderes. Das machen wir im nächsten Video auf. Ich weiß nämlich nicht, was das ist. Oder ich schneide gleich in einer Aufnahme zwei Videos. Also ich bedanke mich fürs Einschalten. Ihr habt gesehen, Picaldi Jeans passt mir nicht mehr. Kotzt mich jetzt richtig an, Alter. Bin ich jetzt richtig? Und ich habe erst eine Retour abgegeben, Alter. Wegen, weil das Mikro hier kaputt war. Was ich mir jetzt auch wieder ersetzen lassen habe. Alter, ich habe einfach keinen Bock mehr. Gut, okay.
Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Unboxings, wir haben immer so random, also ich habe immer random Unboxings. Also es kann eine Deluxe-Box sein von einem Hip-Hopper, es kann, also von einem Rapper. Also es kann alles Mögliche sein, was hier geunboxed und gereviewt wird. Auch ein paar skurrile Sachen, also seid drauf gespannt. Ich bin erstmal drauf gespannt, was in diesem Paket ist. Im nächsten Vlog. Wir sehen uns, bis dann. Tschüss, tschaußen, danke fürs Einschalten. Schaut auf meiner Playlist vorbei. Bis denn dann.